ist jetzt der Richtige unter Maske und Hut. Jetzt haben wir aber den richtigen Figge im Interview. Ja, du bist ja immer mal wieder für so Experimente gut, dass man mal einen Jockey, den man eigentlich so gar nicht auf dem Schirm hatte, im Rennsattel sieht. Ich glaube, er hat den Spitznamen Sushi bei euch im Stall, aber den hat er sich auch selber gegeben, von dem her darf man das auch. Wie ist der überhaupt zu euch an den Stall gekommen, aus dem fernen Japan? Ja, der hat einen Deutschkurs gemacht in München. Der spricht mittlerweile auch schon ganz, eigentlich ganz nett Deutsch. Und ich muss mal schnell die Order geben und dann bin ich wieder da. Also Order, das ist immer, wenn der Trainer noch einmal mit dem Jockey ganz kurz spricht und ihm noch mal kurz sagt, was jetzt wirklich zu beachten ist. In dem Fall ist es eigentlich relativ einfach, denn der Jockey ist ja der Jockey, der auch am Stall engagiert ist. Das heißt, die kennen sich natürlich, man kennt die Pferde auch. Aber es hat natürlich auch mal ein bisschen was damit zu tun, wie sind die Witterungsbedingungen, wie hat der Boden sich entwickelt. Also ich denke, da wird noch irgendwas an Order gegeben worden sein. Und wenn man da mal hinschaut, da wird richtig viel diskutiert. Was hast du ihm noch mit auf den Weg gegeben? Ich habe ja gerade gesagt, normal müsste das Pferd ja eigentlich ganz gut kennen. Genau, also ich habe ihm jetzt gesagt, wie er die Stute reiten soll. Ganz grob, so ähnlich wie als sie hier in München gewonnen hat mit der Sibylle Vogt. Und zu der vorherigen Frage, also er hat einen Deutschkurs gemacht im August in München. Und dann war er bei dem Wettbüro, pferdewetten.de. Und dort hat ihn ein Engländer aufgegabelt, weil der war auf der Suche nach einem Trainer, wo er ausreiten kann. Und dieser Engländer hat dann meinen Futtermeister angerufen. Dann sind die gemeinsam, haben bei ihm geklopft. Und am nächsten Tag war er dann bei uns im Stall und hat seitdem so zweimal die Woche mitgeritten. Konnte am Anfang nicht ganz so viel. Also der hatte bei seinen vorherigen Stellen, glaube ich, ab und zu mal ein braves Pferd geritten. Aber er konnte nicht besonders gut halten. Und er hat, also das, was er kann, hat er jetzt schon hier bei uns gelernt. Und wir sind ganz happy mit ihm. Hals und Bein, dass das vielleicht heute, wie er es gerade schon selber angekündigt hat, mit dem ersten Sieg funktioniert. Super, Dankeschön, Michael Figge.